Wie viele der wissen, ich habe eine Katze, Uwe. Und Uwe ist echt ein richtiger Draufgänger. Also der ist immer draußen, viel draußen, sehr viel draußen. Und das ist auch okay so. Jedes Tier sollte dazu befähigt sein, das zu tun, was es möchte halt eben. Und genauso habe ich Uwe gesagt, er hat immer gemiaut, gemiaut, ich wusste nicht warum. Und dann habe ich einfach die Tür auf unten aufgemacht und er ist rausgegangen. Ich habe gesagt, ey Bruder, okay, ich lasse die Tür offen, wenn du willst, kommst du wieder zurück. Und so ist es halt. Wir haben eine coole Beziehung. Er kommt und nutzt mich aus, wenn ich was zu essen habe und so. Du kennst es. Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, dass es auch am Anfang eben so war. Uwe hat was zu essen bekommen und ist dann wieder gegangen und so weiter. Und ich hatte dieses Dosenfutter, also reines, also jetzt nicht Ersatzfutter irgendwie sonst, wie heißt das, dieses Futter, was das ist, diese Pressfutter oder so, sondern wirklich echtes Fleisch, was in dem Ding drin ist. Wir müssen uns bitte hoffentlich nicht darüber unterhalten, dass Tiere nun mal, beziehungsweise bezüglich Katzen, Fleisch brauchen, weil sie Taurin halt eben brauchen. Wir brauchen Vitamin C, Katzen Taurin, das ist sehr, sehr wichtig. Ich diskutiere hier definitiv nicht, dass Katzen auch vegan ernähren. Nein, bitte nicht. Nur weil ich ja vegan ernähre, muss ich es nicht auf andere Tiere projizieren. Das ist einfach nicht fair. Das ist einfach wirklich nicht fair, ja. Also musste ich mich damit befassen und seit 6 Jahren erst mal wieder Fleisch kaufen. Das habe ich auch getan. Ja, nur dann war Uwe auch wieder 2 Tage weg. Und wie lange hält dieses Fleisch? Ich habe Innereien gekauft, weil Innereien sehr viel Taurin enthalten, im Kühlschrank 2 Tage. Ja, und Uwe kamen nicht. Also habe ich dieses Fleisch gekocht, um die Haltbarkeit etwas herauszuzögern. Und dann kam Uwe endlich. Und Uwe hat dann dementsprechend sehr viel Hunger gehabt, hat gemiaut und so wie immer. Und dann habe ich ihm dieses Fleisch hingestellt und er hat es nicht gegessen. Danach vergingen 1,5 Tage und er hat nur gemiaut und hat es nicht gegessen. Und er war schon wirklich sehr dünn. Ich wollte ihn wirklich nicht quälen, habe ihn zur Probe ein anderes Futter, was er vorher bekommen hat, diese Doseninnereien, hingestellt und er hat es sofort gegessen. Da wusste ich, okay, es ist halt so. Ich kann nichts machen. Was soll ich tun? Jetzt ist das Fleisch aber nun mal da und gekocht. Dieses Tier ist gestorben. Soll das Tier umsonst sterben oder soll das Tier nicht umsonst sterben? Das war jetzt meine große Frage. Ich habe dieses Fleisch dort angeguckt und habe mir gedacht, was mache ich jetzt damit? Und das fällt mir sehr, sehr schwierig jetzt, dieses Video. Ich muss es nicht machen. Viele hätten das Video auf keinen Fall gemacht. Ich bin einfach ehrlich zu euch und ich möchte mit euch austauschen, mit mich austauschen, interagieren mit euch, partizipieren an euren Ideen, an euren Vorschlägen, was ihr in der Situation gemacht habt. Ich finde es total spannend, schreibt es super gerne in die Kommentare. Ich habe dieses Fleisch gegessen, weil ich wollte diesem Tier einfach nicht sagen, du bist völlig umsonst gestorben, du bist für den Mülleimer gestorben. Und ich möchte dem Tier nochmal die letzte Ehre erweisen, dass es mich dann dementsprechend auch gesättigt hat, was Fleisch ja auch definitiv macht. Das ist ja kein Abfallprodukt in dem Sinne halt, ja. Und ich habe es einfach gegessen. Und das hat mir sehr schwer gefallen, muss ich wirklich sagen. Es hat überhaupt nicht geschmeckt. Also es war wirklich schlimm. Also es ist auch Leber und Herz gewesen. Es ist sehr intensiv gewesen. Es war heftig auf jeden Fall. Und ich habe es einfach auch mit als Experiment gesagt, weil ich habe gesagt, ethisch ist es auf jeden Fall korrekter, es zu essen, als nicht zu essen. Was ist deine Meinung? Schreib sie gerne in die Kommentare. Gesundheitlich gesehen wahrscheinlich nicht. Aber ich wollte einfach ein Experiment machen. Was passiert mit meinem Körper? Und es war wirklich heftig. Ich habe wirklich gemerkt, es war ein ganz, ganz schönes Augenmerk. Ich habe realisiert, dass einfach Körper sich entwickeln. Und Darmfloren sich verändern. Und es hat wirklich wie eine Schuhsohle in mir geklebt. Und es war wirklich, mein Magen war von dieser Schuhsohle plattgetreten. Und es war wirklich, mir war übel, mir war alles auf einmal. Und ich fand es einfach nur, wow, wie krass der Körper sich doch anpassen kann. Weil ich komme ja von einer pflanzlichen Rohkost, sagen wir mal 90% pflanzliche Rohkost auf jeden Fall. Und dann halt gekochtes Fleisch halt, das war krass. Und ich bin da auf jeden Fall fest von überzeugt, dass Körper sich anpassen können. Das war einfach noch ein weiteres Indiz für mich, dass Körper sich verändern halt und ja, und dass der Körper einfach wirklich ein Faszinosum ist, dass er auch andere Ernährungsformen sehr gut etablieren kann, sich darauf wunderbar einstellen kann. Und das wurde mir schon vorher gezeigt, dass ich immer weniger Kalorien brauche, weil die Darmflora immer effizienter wird. Und das habe ich aber als Experiment genommen und für mich war ganz, ganz klar, dass gekochtes Fleisch für mich, nee. Ich weiß nicht, wie rohes Fleisch ist. Ich möchte jetzt nicht wieder so stigmatisieren und sagen, oh, Fleisch ist so schlecht und so weiter. Vielleicht wäre ja rohes Fleisch auch total leicht verdaulich. Man hat es gar nicht gemerkt und wie auch immer. Ich weiß es nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Ich hätte es, glaube ich, nicht geschafft, das roh zu essen. Aber ich glaube, das wäre der richtigere Weg gewesen, als dieses Fleisch zu kochen. Das ist meine Meinung. Es kommt noch bald ein Video zu Kochkost und so weiter. Nochmal ganz, ganz wichtiges. Ja, sehr schwieriges Video für mich, aber ich denke, ich habe ethisch gesehen für mich persönlich das Beste draus gemacht und noch wissenstechnisch das Beste rausgeholt daraus, dass für mich gekochtes Fleisch, nix appealing ist, was mich irgendwie ja, ausmacht, nährt oder sonst was. Ja, sehr schwieriges Video. Ich hoffe, du konntest ein bisschen dich zum Nachdenken anregen. Das ist mal sehr, sehr schön, wenn man angeregt wird
über bestimmte Dinge nachzudenken, die man normalerweise nicht in seinem Alltag so integriert hatte. Ja, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen über deinen Kommentar. Danke, dass du eingeschaltet hast und diesen Kanal verfolgst. Finde ich mega geil. Super geehrt, wirklich. Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir genau mit sagt. Ciao und danke nochmal fürs Zusehen.